Ja, hallo zu einem weiteren Video zum Thema Selbstbewusstsein. Sich selbstbewusst sein oder werden. Für den Begriff Selbstbewusstsein gibt es bestimmt auch eine Definition beim Wikipedia oder beim Duden oder wo auch immer. Ja, wir wollen einfach mal gucken, was könnte denn Selbstbewusstsein so sagen, heißen, meinen. Man kennt es beispielsweise aus dem Sport, dass ein Sportler selbstbewusst oder eine Mannschaft selbstbewusst in einen Wettkampf geht. Wie geht es, dass man selbstbewusst in den Wettkampf geht? Der Sportler weiß, er hat gut geschlafen, gut gegessen, gut trainiert. Er weiß, was er kann. Er weiß auch, was er nicht kann. Das ist ganz wichtig. Er weiß, wie gut sein Gegner ist oder die gegnerische Mannschaft. Und er hat immer ein paar Tricks auf Lager, wenn sein Konzept, seine Strategie mal nicht aufgeht, was man dann alternativ probieren könnte. So ist der Sportler selbstbewusst. Und manche denken dann, naja, der Schiss wirkt im Wettkampf selbstbewusst, er hat ein gutes Auftreten, er gewinnt viele Kämpfe. Das hat aber im Leben nichts zu sagen. Der kann im Sport, weil er diese Fähigkeiten besitzt, gut sein, selbstbewusst sein und gleichzeitig im Alltag Probleme mit dem Selbstbewusstsein haben. Vielleicht kompensiert man es durch gewisse Dinge im Sport oder auch als Manager zum Beispiel. Man wirkt selbstbewusst, aber im Alltag, in der Familie, sonst wo, ist man das nicht. Also kann auch so ein Kompensationsmechanismus so sein. Das heißt, man darf nicht von einer Tätigkeit dann auf das innere Wesen schließen. Das wahre Selbstbewusstsein kommt nämlich von innen. Und wenn es von innen kommt, dann ist man in allen Bereichen des Lebens selbstbewusst. Man weiß, was man kann, was man nicht kann, ist auch wichtig. Man weiß, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Man weiß immer mehr, je mehr Selbstbewusstsein entsteht, was man tun sollte und natürlich auch immer, was man lassen sollte. Selbstbewusst sein. Da gibt es so einen Spruch aus dem Yoga, das heißt Sat Chit Ananda, Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Wenn man sich selbst bewusst wird und dann schließlich erkennt, dass man so wie einen universellen, göttlichen Kern hat, dann wüsste man, dass einem nichts geschehen kann. Dass alles im Leben gut für uns ist. Auch die Krisen, aus denen wir lernen, oder Krisen, das vielleicht als Karma dient, was man abzuarbeiten hat. Und so würde man viel gechillter durch das Leben gehen, wenn man das innere Selbstbewusstsein hat. Und das ist eine Menge Arbeit, dass man sich selbst immer einen Schritt näher kommt mit den Dingen, die man tut. Wenn man selbstbewusst ist, weiß man, was man kann, was man nicht kann. Man weiß, wann man jemanden fragen muss. Man weiß aber auch, dass gewisse Dinge, die man tut, für einen richtig sind. Was man isst, was man tut, wie man denkt, was man für Meinungen hat. Dazu kann man dann auch stehen. Egal, was andere Menschen denken von außen. Ist das ein Idiot, ein Depp oder ein vegetarischer Körneresser? Ja, man wird dann so negativ manchmal dargestellt. Und wenn man selbstbewusst ist, interessiert einen das gar nicht. Man würde sich das anhören, ja, der denkt dies, denkt das. Würde natürlich mal schauen, ob der Recht hat oder nicht Recht hat. Doch im Inneren weiß man dann, so wie ich das mache, denke, fühle, ist es erstmal gut. Denn jeder hat natürlich seine eigene Meinung.
Und die sollte man aber auch anderen Menschen mal lassen. Und ich habe meine Meinung, und diese meine Meinung kommt von innen. Und wenn sie von innen kommt, ist sie gut. Auch wenn sie vielleicht falsch wäre. Man steht dazu, nicht immer auf Biegen und Brechen, sondern man weiß von innen raus, so ist es im Moment richtig. Manche Dinge können sich natürlich dann irgendwann wieder ändern oder man muss vielleicht erst sehen, so wie man gedacht hat, ist es falsch gewesen. In Anführungszeichen natürlich immer, es gibt ja nicht richtig und falsch im Psychologischen. Das Wesen versucht immer sein Bestes und dann macht man natürlich auch Fehler, klar. Aber auch dazu muss man stehen und dann ist es kein Problem. Ein kleines Kind, was lernt zu laufen oder einen Turm zu bauen, das ist traurig, wenn der Turm einstürzt oder wenn es hinfällt, weint es, das ist völlig normal. Doch es würde es nie als negativ sehen, denn das gehört zum Lernen dazu. Das ist selbstbewusst Dinge angehen und machen. Manche Dinge sollte man natürlich vorher überdenken, ob das auch gut ist, aber auch nicht zu viel denken. Sondern selbstbewusst schauen, fühlen, so mache ich es jetzt und dann geht's weiter. Das ist Selbstbewusstsein. Das kann man natürlich auch anlernen, doch das wahre Selbstbewusstsein kommt von innen und beweist eine innere Stärke. Selbstbewusstsein hat damit zu tun, dass man Dinge tut, und vielleicht noch viel wichtiger, Dinge nicht tut, die einem nicht gut tun. Ja, jemand sagt zum Beispiel, komm, wir gehen essen und man wird eingeladen. Derjenige bestellt etwas und dann bestellt man irgendwas anderes, vielleicht ganz simpel, ohne verschiedene Dinge mit drin, die man eben nicht verträgt. Und der andere sagt, ja, warum isst du das denn nicht? Warum? Das ist doch gut. Zwiebeln sind gut, Knoblauch ist doch gut, dieses ist gut und jenes ist gut. Und man sagt, nee, das vertrage ich nicht, das will ich nicht. Oder man wird von der Oma vielleicht eingeladen oder Bekannten, Familienfeiern. Und dann wird gesagt, komm, ess doch mal, probier doch mal, das ist gut, das schadet dir jetzt nicht, wenn du es mal isst. Ich habe es ja extra für dich gekocht. Und dann sagten viele Menschen, naja, also innerlich sagen die sich das dann, ja, naja, dann tue ich demjenigen einen Gefallen und esse es halt mal. Wird mich ja nicht umbringen. Doch, warum soll man das tun? Nur dem anderen einen Gefallen essen, soll ich etwas Gefallen tun, soll ich etwas essen? Oder tun auch, es spielt gar keine Rolle, was mir gar nicht gut tut, was ich gar nicht will, was nicht meine Meinung ist. Warum soll man das tun? Hier wäre das mangelnde Selbstbewusstsein zu nennen. Wäre man selbstbewusst, würde man sagen, nee, das tut mir nicht gut, tut mir leid, aber das kann ich nicht essen, das möchte ich nicht essen, weil da kriege ich Blähungen oder ich habe eine andere Einstellung dazu. Und dann würde man es selbstbewusst einfach ablehnen. Und wahre Freunde, gute Bekannte würden dann einfach sagen, naja, okay, deine Meinung und fertig. Doch manche reden dann halt immer wieder hinzu, ja, du mit deinem Zeugs da. Ja, aber wenn man selbstbewusst ist, wird einen das gar nicht interessieren. Selbstbewusst, sich selbst immer mehr bewusst werden, ist eine Arbeit, ein Beobachten von sich selbst, von Dingen, die im Inneren passieren, von Dingen, die auf einen zukommen, wie man reagiert, was einem eben gut bekommt und Dinge zu erkennen, die einem nicht gut bekommen. Das ist das Leben. Und im Leben muss man natürlich beobachten, nicht nur aus Büchern lesen und weil es jemand gesagt hat, das wäre gut, sondern weil man es selbst gesehen hat und schaut, das vertrage ich halt nicht, warum auch immer, kann man noch mal drüber nachdenken, aber warum soll man es dann tun oder essen oder machen?
Das ist Selbstbewusstsein. Das ist eine innere Stärke, die kommt, wenn man sich selber wahrnimmt. Und dann benötigt es natürlich auch immer Kraft und Vertrauen, dass das, was ich in mir fühle, in mir spüre, richtig ist. Ja, bei manchen Menschen merkt man dann, die reden etwas ein und man hat das Gefühl, ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Das kennt man vielleicht. Ja? Man wäre dann vielleicht dumm, weil man spürt, gewisse Nahrungsmittel tun einem nicht gut. Die Arbeit tut einem vielleicht nicht gut. Was macht man? Naja, ich brauche das Geld. Das ist natürlich richtig. Doch wenn man das dann 30 Jahre weiter so treibt, weil man ja das Geld braucht, dann geht etwas anderes zugrunde. Und hier hätte man dann vielleicht selbstbewusst sagen müssen, nee, ich muss mir was Neues suchen. Aber das kostet Arbeit, es kostet Zeit, es kostet Mühe, das macht Angst. Man könnte ja nichts Neues mehr finden. In der Partnerschaft selbstbewusst sagen, was man möchte. Ja, nicht nur dem anderen alles tun, weil es demjenigen gefällt oder weil man alles richtig gut machen möchte, sondern jeder muss auf sich selbst achten. Das ist das Allerwichtige. Kompromisse macht man natürlich, aber warum Kompromisse machen und sich verbiegen? Dann wäre man, so wie man ist, ja nicht richtig im Wesen, im Kopf und sonst wo. Wenn ich gut so bin, wie ich bin, bin ich so, wie ich bin. So einfach ist das. Und in gewissen Dingen muss man sich natürlich immer, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, im Job, in der Partnerschaft, mit Kindern, natürlich arrangieren. Aber man sollte sich nicht so weit verbiegen, dass irgendwas kaputt bricht. Das ist das Selbstbewusstsein. Das braucht meistens viel Zeit, bis man sich das immer mehr und mehr erarbeitet hat. Also es ist ein, ja, Arbeitssieg, würde der Sportler sagen. Ja, für manche kommt es auch spontan, das gibt es auch, aber für die meisten ist es so ein ja, ständiges Arbeiten an sich und Selbstbewusstsein zu erlangen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.